soll die erschöpften Rettungskräfte unterstützen. Seine Erschöpfung prima steht für uns den Wald über schon. Jens Streifert, Jens, wie wehren sich diese Bewohner gegen die Kriege? Landwerke helfen hier in Grimma mittlerweile nicht mehr, denn viel zu hoch steht das Wasser mittlerweile hier in der Stadt. Die Menschen haben große Probleme in den Häusern. Rund 2000 sind es ja bereits gestern evakuiert worden hier in dieser Stadt. Sie mussten ihre Häuser verlassen. Einige haben sich nicht daran gehalten und sie müssen heute von der Polizei und den Einsatzkräften per Schlauchboot aus den Häusern herausgeholt werden. Das ist ein gewisses Problem, denn in einigen Teilen der Altstadt direkt hier hinter mir, da steht das Wasser schon 2 Meter hoch. Also die Probleme sind hier groß in dieser Stadt. Vor allem natürlich für die Menschen, die hier Gewerbe haben, unter anderem Gaststätten, eine Bibliothek dort sitzen auch. Das ist ein gewisses Problem, weil recht spät erst von der Stadt informiert wurde, dass die Menschen die Häuser verlassen mussten. Viele Bücher sind nass geworden, müssen weggeschmissen werden. Ein Gast hat aber gesagt, dass er große Probleme hat, jetzt überhaupt seinen Betrieb aufrechtzuerhalten. Denn das Wasser ist ja nicht nur in einer großen Menge hier in der Stadt, sondern auch enorm dreckig. Es wird viel Schlamm und Dreck zurückbleiben, wenn in die Fluten einmal zurückgehen. Noch ist das Ganze nicht in Sicht. Es regnet im Moment noch und die Regen